Kaum sind wir in der Stadt, sammeln wir schon wieder den ganzen Schrott ein. So ist das halt. Die Sehnen waren. Ja. Die werden verstaut. Ja. 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 Gut. Haben wir noch irgendwie zu beklauen hier? Die haben wir, glaube ich, alle schon ausgenommen. Ja. Gut. Dann überlege ich gerade, wir könnten noch mal nach Waffen. Ah ne, ich wollte jetzt erstmal hier zum Wirt, ne? Habe ich da schon irgendwas freigeschaltet? Nein. Da müssen wir jetzt mal hinlatschen. Den haben wir auch schon geklaut. Mensch, Guano war schon fleißig. Hier waren wir ja schon mal wegen der Feuerfliegen. Und da hinten, sieht man schon so ein bisschen, ist dieses Wirtshaus. Da wollte ich jetzt mal hingehen. In der Wildnis. Dann folgt mir mal. Ei. Ich kann nämlich hier noch ein bisschen Sachen einsammeln nebenher. Denn eigentlich, bevor wir die Stadt wieder verlassen, würde ich dann noch mal eine Braurunde machen und wahrscheinlich auch noch mal Pfeile herstellen. Gut. Denn obwohl ich eigentlich recht sparsam war, sieht es schon wieder recht dünn aus mit der Pfeilversorgung. Schaust so finster drein wie eine gute Entscheidung. Hier sind ja auch wieder Leute. Die müssen leider jetzt alle mal dran glauben. Also so diebestechnisch gesehen. Danke sehr. Oh, das wollte schon Ardo beklauen. Nein, nein, das ist ja keine gute Idee, wie Kuano feststellen müsste. Dass du der Boronskrone dienen willst. Hm. Also irgendwie, das erinnert mich gerade total an so eine Burg. Wo ich wirklich mal war, da war wirklich so eine Schenke. Das erinnert mich gerade total daran. Lieber ein Bein und einen Arm. Ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Na gut, beklauen lassen sie sich auch nicht, die langweiligen. Diamantstoff und Rübenholz, das ist gut. Was haben wir hier? Bestimmt irgendwie Bier oder so. Ich mach. Alkohol. Boah, das ist auch gut. Das brauchen wir zum Tränkebrauen. Den können wir vielleicht noch beklauen. Gut gemacht. Ja. Hippie. So. Willkommen im sanften Ochsen. Was kann ich für euch tun? Ich habe hier eine Lieferung von Olwin für euch. Ah, endlich. Ich danke euch. Nehmt doch bitte dies hier für eure Mühen. Kann ich euch sonst noch irgendwie behilflich sein? Ich möchte etwas trinken. Sagt mir das Angebot. Okay, nee. Eigentlich möchte ich gar nichts trinken. Ich wollte nur mal sein Angebot sehen. Hornochse. Hallo Hornochse. Oh, und ein Pferdchen. Hallo Pferd. Ach ja, ich erinnere mich noch dran, wie ich damals Drakensang gespielt habe und so fasziniert war von der schönen Grafik. Da wusste ich ja noch gar nichts von. Das gab's willkommen doch im sanften. Was für ein Irrer bist du, dass du der Boronskrone. Aber, jetzt habe ich mich wieder selbst unterbrochen mit irgendwelchen anderen Gedanken. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte. Ich war da ganz begeistert von der Grafik und wusste ja auch noch nichts von irgendwelchen Spielen wie Battlefield, Far Cry und so, aber die gab es ja damals auch noch nicht. Das hat sich ja schon immer noch weiterentwickelt mit der Grafik, aber für ein deutsches Spiel in 2010 war die Grafik hier schon echt nett. Also klar, man sieht schon auch, dass es ein älteres Spiel ist, aber es ist einfach, muss ich auch immer wieder sagen, es ist einfach so schön gemacht. Da darf man sich echt nicht beschweren. Ich bin bereit, was? Cool, aber sicher. Ich muss nachher noch die neu erlernten Fähigkeiten bei denen hier in die Leiste reinpacken. Sonst. Ja. Geben sie hier was durch die Lappen. Und mir fällt gerade ein, hier sind wir auch noch nie lang gelaufen. Also. Wir haben noch gar nicht so viel erkundet eigentlich. Ich meine, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich persönlich die. Ach, guck mal, da steht einer. Mit einer Katze. Auf dem Baum. Und genießt den Ausblick. Ach, wie schön. Wird gemacht. Da hinten kommen Schiffe.
Oder fahren die weg? Nee. Eins kommt, zwei fahren weg oder so. Ist aber auch echt schön hier. Ich habe mich wieder unterbrochen in irgendeinem Gedankengang. Naja. Aber ich habe wahrscheinlich einfach noch nicht so viel erkundet. Boah, den würde ich gern Äpfel klauen. Die sehen gut aus. Weil ich ja ich kenne die Map ja selber schon und habe die meisten Quests auch schon gemacht. Und darum vergesse ich manchmal so ein bisschen, was ihr schon wisst und was noch nicht. Ich mach das schon. Den können wir doch bestimmt auch beklauen. Ja. Schon erledigt. Die Ziege sieht aus wie die arme Ziege, die von dem Werwolf getötet wurde. Herr Reine zum Gruß. Seid gegrüßt. Und was machen die Ziegen so? Denen geht's prächtig. Sind mein ganzer Stolz. Die drei Hübschen. Naja, und mein Turm. Euer Turm? Naja, eines Tages werden wir auf eine Reise gehen. Muss nur noch warten, bis ich alles beisammen habe. Sagt, ihr habt nicht zufällig Zunderschwamm bei euch? Was wollt ihr denn damit? Ich will Feuer machen. Da gibt's nichts Besseres als Zunderschwamm. Brennt nichts besser als das. Tut mir leid, ich habe keinen Zunderschwamm dabei. Ach, das ist aber schade. Wenn ihr mal welchen bekommt, kaufe ich ihn euch gerne ab. Okay. Also unserem Kollegen hier können wir scheinbar Zunderschwamm verkaufen. Das ist ja auch gut zu wissen. Ich weiß nicht genau, wie viel er zahlt, aber wir können ja mal demnächst unseren Zunderschwamm nehmen und verkaufen. Eigentlich brauchen wir Zunderschwamm ohnehin nur für die Herstellung von Feuerfallen. Oh. So, jetzt hat uns das Schiff, was da vorhin war, schon überholt. Ist auch ganz interessant zu sehen. Die Schiffe, die mit der Strömung gehen, die sind immer viel schneller als die, die gegen die Strömung stehen. Ei. Sogar das wurde da bedacht. Hey, das wäre gut. Den können wir auch beklauen. Aber sicher. So. Okay. Dummer Hornochse! Ich wohl verhört, was fällt euch ein? Oh, verzeiht, ich habe euch gar nicht bemerkt. Ihr wart selbstverständlich nicht gemeint. Wer war denn gemeint? Bogomil, mein wichtigster Mitarbeiter. Eigentlich sollte ich schon längst die Zollstation passiert haben, aber dieser Hornochse ist einfach abgehauen. Der ist wohl wieder mal bei der Taverne zum sanften Ochsen hängen geblieben und ich hab's nicht bemerkt. Dabei hätte ich das kommen sehen müssen. Ist ja nicht das erste Mal. Könntet ihr nicht schnell nachsehen, wo er bleibt und ihm Beine machen? Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun. Ich kann schlecht die Tiere unbeaufsichtigt lassen. Es ist gleich hier den Weg hinunter. Warum nicht? Ich lerne immer gern neue Tavernen kennen. Na gut, da waren wir jetzt gerade. Aber wenn wir mal wieder vorbeikommen, können wir ja nach seinem Mitarbeiter gucken. Fässer! Ah! Hin und wieder findet man doch mal nützliche Sachen in Fässern. Wäre auch irgendwie unlogisch, wenn in Fässern immer nur blöde Dinge drin wären. Ich meine, wer... Es sei denn, die Fässer sind natürlich Mülltonnen. Dann wäre es was anderes. Da ist auch noch ein Fass. Aber ich komme nicht hin. Da muss ich von der anderen Seite her laufen. Aber da ist noch eine Truhe. Ich meine natürlich eine schäbige Kiste. So. Jetzt haben wir hier auf der Seite schon mal alles abgeklappert, was da abzuklappern war, glaube ich. Gut gemacht. Ja, die unterhalten sich wohl per Telepathie. Ich mach. Jedenfalls höre ich nichts. Gut, danke für euer Loot. Noch eine schäbige Kiste. Ja. So, jetzt wollte ich noch das Fass, was da hinten war. Es ist ja ein Sakrileg, sich Loot entgehen zu lassen. Darum will ich das jetzt mal noch holen. Also in deiner Haut will ich lieber nicht stecken. Nochmal wird der Wachtmeister dir das nicht verzeihen. Das weiß ich selbst. Es ist nur, immer werde ich zur Nachtwache eingeteilt. Ich schaffe es einfach nicht, die ganze Nacht die Augen offen zu halten, wenn einfach nichts passiert. Aber... Kommt herbei! Staut meine exquisite Ware! Es ist aber doch was passiert. Du? Hast einen Plan? Na, da bin ich aber gespannt.
Willst du die Wache verlassen und dich am Hofe des Kaisers als Attaché für Schlafangelegenheiten verdingen? Du redest vielleicht an Unfug. Nein, nein, der Plan ist viel einfacher. Einfacher? Das musst du mir erklären. Was hast du dann vor? Kommt herbei! Also in deiner Haut will ich lieber nicht stecken. Okay, vielleicht können wir mit denen auch gleich mal noch kurz reden. Die scheinen ja ein diverses Nachtwachenproblem zu haben. Schon wieder Diamantstaub, sehr gut. Ach, drei Fässer sind das sogar hier. Das habe ich vorhin gar nicht wahrgenommen. Bus. Und noch eins und ein drittes. Ah, Gänsefedern, das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Die brauchen wir, glaube ich, auch für die Pfeile, ne? Da kann ich, glaube ich, nicht lang, oder? Nein. So. Jetzt gehen wir mal bei den Kollegen vorne vorbei. Fässer! Aber die kommen ja nicht wieder. Also wenn man die einmal kaputt gemacht hat, dann kommen die nicht wieder. Das heißt, keine Angst. Es ist nicht so, als würde ich jedes Mal die gleichen Fässer kaputt hauen. So. Haben wir den schon geklaut? Ich glaube schon. Nein! Was? Brief an Waldwart Bernstein. Ach, den muss ich jetzt mir aber mal angucken. Bla bla. Bla bla bla. Okay. Muss ich mir in Ruhe mal durchlesen. Ihr könnt es ja jetzt schon mal tun. Ja. Ja. Noch mehr Fässer. Ja, das war jetzt schon sehr lang. Das wollte ich euch jetzt vorlesen. Vor allem, weil meine Stimme gerade irgendwie halb am Versagen ist. Ich habe heute auch schon Far Cry Let's Play aufgenommen und muss nachher noch Battlefield Let's Play aufnehmen. Da muss ich schon ein bisschen haushalten mit meiner Stimme. Nochmal wird der Wach.